Dann in der Kaserne. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ich kann mir auch hier irgendwas. Na, hallo Mädels. Mit Kästicken und so, hä? Ah, ja, hallo. Yeah. Na gut. Mögen uns anscheinend, ne? Stehen hier eigentlich bloß Weib rum? Muss noch was ändern. Gut. Nikode. Machen. Nervig, dass es sich so schnell dreht. Was habe ich denn jetzt für eine Kacke gebracht? Hey, Malle. Na dann quatsch mal mit. Ja, schön. Marco! これで一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。ああ、王の近くで仕事ができるなんて光栄だ。まだお利口さんをやってんのか？言えよ、本音を。おい、ジャン。お前おかしいとは思わねえのか？巨人から遠ざかるために巨人殺しの技を磨くなんてよ。今さら何言ってんだ？これが現実なんだよ。俺のためにもこの愚策は維持されるべきだ。このクズ野郎。4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。負けはしたが得た情報は確実に次の希望につながる。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄して内地に引きこもるのか。冗談だろ。そんなに外に出たいなら一人で行けよ。死に急ぎやろうが。俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。Aha. Da geht's weiter. Gut. Was? やるんだ。Soll ich das eigentlich vorlesen? Ja, dann mal vorlesen, hä? Hey, Aaron. Ich frage mich, ob ich auch zum Aufklärungsclub gehen sollte. Schön, dass du das überlegst, Pony. Pony? Aber zwing dich nicht dazu. Ja, ursprünglich habe ich mein Dorf verlassen, um mich der Militärpolizei anzuschließen. Ich denke, das sollte ich tun. Yario. Aaron, was würdest du sagen, wenn ich zum Aufklärungstrupp ginge? Ist das dein Ernst, Thomas?
Aber du hast schon bei dem Gedanken daran gezittert. Ich weiß, am besten bin ich bei der Mauerorganisation aufgehoben. Und von da kann ich die Militärpolizei aufsteigen. Haben wir schon? Es freut mich, dass Christa akademisch unter den besten 10 gelandet ist. Ich hoffe, sie wird sich der Militärpolizei anschließen. Das ist Christas Entscheidung. Übrigens, zu welchem Regiment willst du gehen? Naja. Solange ich meinen Job gut mache, spielt es keine Rolle, welchem Regiment ich mich anschließe. Ich bin unter den besten 10 unseres Jahrgangs. Ich fasse es nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich so stark bin. Sei nicht so bescheiden. Du bist unter den besten 10, also finde ich damit ab und sei zufrieden. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die besser qualifiziert sind als ich. Wie bin ich da reingerutscht? Ich bin zwar Mikasa oder Sascha nicht gewachsen, aber ich muss meine Pflicht als Soldat erfüllen. Mikasa lernt alles mit Leichtigkeit und Sascha hat eine selten gute Intuition. Fang lange nicht zu viel von dir, Mina. Musst du gerade sagen, verliere bloß nicht zu früh dein Leben, Eren. Mikasa würde das nicht aushalten. Ich werde zur Militärpolizei gehen. Ich bin Soldat geworden, um im sicheren Innenbereich zu arbeiten. Verstehe, mach dir keinen Kopf, Berthold. Ich finde es toll, dass du etwas hast, für das es sich lohnt, dein Leben zu riskieren. Ich wünschte, bei mir wäre es ebenso. Ab morgen sind wir richtige Soldaten. Wir werden unsere Pflicht als starke Kämpfer ausüben müssen. Ja, manchmal kann man einfach nicht weglaufen. Egal wie schlimm die Lage ist, nicht wahr? Genau, deshalb haben wir alle möglichen Bereiche trainiert. Von Nahkampf bis zur Artillerie. Eren, wenn du nicht zum Auflagungstrupp anschließt, tue ich es auch. Wenn du zu einem anderen Regiment gehst, gehe ich auch dorthin. Weißt du, das verlange ich gar nicht von dir. Du würdest in kurzer Zeit sterben, wenn ich nicht an deiner Seite wäre. Und ich will nie wieder meine Familie verlieren. Ich bin froh, dass ich irgendwie den Abschluss geschafft habe, Eren. Du gehst zum Aufklärungstrupp, oder? Ja, das war immer mein Ziel. Darum habe ich mich bislang trainiert. Endlich bin ich stark genug, diese Bastarde zu besiegen. Ich will mich nie wieder so fühlen. Wegen meiner Schwäche scheitere ich an jedem Tag.
ウォール・マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。Im Lager gibt es verschiedene Gebäude wie die Ausrüstungsversorgungsstation. Vergiss nicht, neue Ausrüstung zu entwickeln, bevor du zum nächsten Kampf auf. Achso, na gut, wir werden jetzt nicht mit allen quatschen. Hier kannst du die Kampfausrüstung aufbewahren. Du kannst auch Ausrüstung bearbeiten oder aus den Materialien ihre neue Ausrüstung herstellen. Brauchst du etwas? In der Ausrüstungsversorgungsstation kannst du zwischen Neuentwicklungen und Ausrüstungsmodifizierung wählen. Wähle Neuentwicklungen, um mit Materialien und Regimentsgeldern neue Ausrüstung herzustellen. Wähle Ausrüstungsmodifizierung, um deine Ausrüstung mit Hilfe von Materialien und Regimentsgeldern leistungsfähig. Neu entwickeln? Ja. Klingen werden nach Schärfe, Klingenlänge und Haltbarkeit bewertet. Die Schärfe beeinflusst die Angriffskraft, während sich die Klingenlänge auf die Kampfreichweite auswirkt. Eine hohe Haltbarkeit sorgt dafür, dass die Klinge nicht so schnell zerbricht. Scheiden und Behälter werden nach Verbleiben des Gas, Gasdruck und der verbleibenden Klinge bewertet. Ist die Verbleiben des Gas hoch, erhöht dies maximale Stufe des Gasanzeige. Wenn du Gas verwendest, beeinflusst der Gasdruck deine Bewegungsgeschwindigkeit. Die verbleibende Klinge hat Einfluss auf die maximale Anzahl Klingen, die sich in deinem Besitz befinden können. 3D-Manöver-Ausrüstung wird nach Rollengeschwindigkeit, Ankerreichweite und Ankerstärke bewertet. Die Rollengeschwindigkeit erhöht die Geschwindigkeit, mit der auf deinen Titan zustürmst. Eine hohe Ankerreichweite ermöglicht es dir auch, aus größerer Entfernung in den Kampfmodus zu wechseln. Die Ankerstärke gewährleistet, dass ein Anker länger Zeit mit einem Titan verbunden bleibt. Geht's hier? Und hier? Ne, hier. Ja. Gut. Mit dem Regimentsgeld kannst du im Materialdepot Materialien kaufen, die du benötigst, um deine Ausrüstung zu entwickeln. Nicht unbenötigte Materialien kannst du im Depot verkaufen und dafür Regimentsgelder kassieren. So. Einlösen. Muss man erstmal herstellen. Einlösen. Hm. Neu entwickeln. Allgemeine Ausgabe. Besitz. Haltbarkeit 140 in 8. Klingenlänge. Ist relativ kurz, das ist besser. Klingenlänge 168. Ich war das Messer. Oh, die hat eine kurze Klinge. Verbleibendes Gas. Wir haben auch viel mehr Klingen dann. Rollengeschwindigkeit. Eigentlich mal, dass wir die nehmen.
Ah ja, hat eine größere Anpassung nur mehr Geschwindigkeit. Oh, oh. Aber das ist eigentlich auch definitiv besser als das. Einmal noch kleines Schwert hat. Einlösen. Nix. Da ist noch was. Hm. Ah. Hier kannst du die Aufzeichnungen des Regiments einsehen und alte Schlachten Revue passieren lassen. Welchen Kampf möchtest du dir noch einmal ansehen? Aber wir müssen sehen. Machen wir jetzt weiter, oder? Warte jetzt. Entschuldigung. Rotbraun. Erinnerungskleidung? Nee, wir bleiben bei der Trainingseinheit. Wenn du erstmal Sport kriegst, oder? Na gut. Du wirst in der nächsten Folge gespannt werden. Und ich sage mal auf Wiedersehen.